Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2 Dark Moon, Part Nummer 25. Ja, im letzten Part haben wir die Poolparty erledigt und haben da auch zum Glück den Boohoo gleich gefunden, der einen Passierschein A38 wollte. Dann haben wir gegen Versteckler gekämpft. Oder, nicht Versteckler. Wobei doch Versteckler, die halt eine Kissenschlacht gemacht haben, so rum. Und dann, die hießen Schleicher, gell? Ja, Schleicher. Die haben sich dann versucht, an uns ranzuschleichen, aber wir haben sie dann durch das Wasser gesehen. Und am Ende haben wir gedacht, gut, wir kriegen unseren Schlüssel endlich. Und dann hat uns der Geisterhund den weggenommen. Oder er gesagt, er hat damit gespielt und hat ihn dann weggeworfen. Und das müssen wir wohl heute machen, wenn man sich das anguckt. Spitzreiß aus. Ein kaltschnäuziger kleiner Hundegeist hat unseren schönen Schlüssel gemobst. Skandalös. Fang den kleinen Racker ein und nimm ihm das gute Stück ab. Werden wir dann gleich mal gucken hier. Nun, Luigi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute zuerst. Der Geisterhund ist samt Schlüssel immer noch irgendwo in den Efeutürmen. Die schlechte ist, dass er wie ein verschrecktes Frettchen von Raum zu Raum flitzt. Oh Gott, das ist eine Verfolgungsjagd, oder was? Ich kann ihn mit dem Paraskop nicht orten, doch Kopf hoch. Die Lage ist nicht ausweglos. Unser Schlüsseldieb hat nämlich im Hof am Innenwall eine geisterhafte Pfotenspur hinterlassen. Ah, okay, ich kann mir schon vorstellen. Wenn du dieser Spur folgst, wirst du den Kleinen im Nu erwischen. Jetzt machen wir halt so eine Art Detektivarbeit oder was, ne? Sie ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, nur mit dem Düsterlicht wirst du sie sehen können. War klar. Alles klar, Luigi, dann schnapp dir den Schlüssel, sonst hole ich dich nie wieder zurück. Oh Mann. Hihi, war nur Spaß, viel Glück. Na, du Igittier. Es war auch interessant, wie eigentlich so ein Charakter, der nur bei Luigi's Mansion 1 das erste Mal vorkam, dann halt zu anderen Spielen übergewechselt ist, zum Beispiel bei hier Mario Sunshine oder bei Mario Luigi Superstar Saga, da hockt er auch in so einem Café, wo er Bohnen braut. Bohnencafé. So, und dann bin ich mal gespannt, was wir diesmal machen müssen. Ich habe immer noch den Stylus in der Hand von Nintendo Badger Kate hier. Oh, okay, danke schön für den Tipp hier schon mal als, ja. Ah, hier sieht man es sogar schön. Okay, alles klar. Man hört ihn auch irgendwie, gell? Ach so, okay, wir müssen ihn die ganze Zeit wohl suchen, gell? Nee, weil das jetzt leuchtet doch, oder? Oder ist es jetzt nur so, dass es leuchtet? Okay, nur, das ist halt nur, dass man sie dann lange anleuchten kann. Ah, da rennt er doch rum, gell? Aber ihr wisst ja, wie immer, Sachen durchforsten, gell? Na, richtige Knöpfe drin natürlich. Oh, goldener Frosch. Eie, wo man hier teilweise echt so versteckte goldene Tierchen hat, das ist schon interessant. Soll ich mal wieder reingucken, ob irgendwas ist? Sieht nicht so aus, typischer Standard, okay. Erster Linie natürlich wieder, was mich am meisten interessiert, wo ist der Boohoo versteckt, gell? Ah, hier ist auch noch was versteckt. Ach, die Blume, okay. So, alles klar, aber wo kriegen wir denn den Eimer her? Weil ohne Wasser kein, ohne Eimer kein Wasser. Oder ist er wieder unsichtbar irgendwo? Na, hier ist nix, okay. Also hier ist der Hund, klar. Was war das für ein Geräusch eben? Ach ne, ja, die ist ja schon geplant. Ich muss den nur anblitzen, ja. Ja, sorry. Oh Mann, ey, manchmal echt, ja. Die einfachsten Sachen. Na? Wo ist er denn? Ja, doch. Oh! Was machst du da? Was? Warum? Okay, er schluckt ihn einfach runter. Okay, alles klar. Mal nicht hinterfragen. Ist einfach so. Das zeigt wohl einfach nur, dass wir ihn so oder so fangen müssen, gell? Können wir hier wieder schießen? Warte mal. Bleibst du da? Sieht nämlich eher so danach aus. Ja, alles klar. Richtige Knöpfe drücken, erstmal wieder dran gewöhnen, gell? Okay. Weißt du, das ist eine. Gibt es noch ein zweites? Wo ist dann wieder was passiert? Oder. Nö. Okay, keine Ahnung. Okay, wir haben mal einen Eimer. Also können wir den für irgendwas verwenden hier? Ist irgendwas. Ach, ich merke es gerade, es regnet. Also sind die Eimer so oder so voll. Okay, alles klar.
Oh, da haben wir was, okay. Kommt der? Na. Okay. Ich meine, wenn sowas unsichtbar ist und dann, dass man es einfach nur rauszieht, das wäre natürlich ein bisschen witzlos. Also hier sieht man dann wieder den, wo er lang gegangen ist, okay. Aber ich frage mich trotzdem so ein bisschen, wenn hier ein Eimer steht, muss er doch für irgendwas da sein, oder? Aber es sieht wohl nicht danach aus, gell? Weil wir kennen ja nochmal grob hier die Sachen, die man hier anleuchten kann. Jetzt bin ich wieder hin und her gerissen, ob ich erstmal in anderen Räumen gucken kann. Ich kann ja nicht nach links. Achso, geradeaus kann ich ja auch, oder doch, kann ich? Noch nicht, okay. Ah doch, okay. Aber ich denke mal, dass wir hier sowieso lang müssen, wenn wir dann den Schlüssel haben, denke ich mal. Okay, die Spinnenweben sind alle weg, außer die hier. Oder kann es hier jetzt nur dafür sein, dass man vielleicht nochmal hier die Möglichkeit hat, die Gems zu sammeln, die man halt sonst verpasst hat? Man merkt auch schon direkt, Luigi wird langsam, wenn er halt irgendwas, also hier war ja ein Gem drin. Also wenn man halt die Blume gießt natürlich, also hier anleuchtet. So. Aber ist natürlich die Frage, ob es hier noch was anderes gibt oder ob das halt jetzt nur optionaler Weg ist, gell? Wisst ihr was? Komm in Geist? Nee. Wir lassen es hier erstmal. Weil ich habe nämlich echt das Gefühl wieder, dass wenn, wenn wir den Hund verfolgen, dass er dann früher später sowieso hier reinrennen wird und ja. Nicht, dass ich dann wieder Wege zuvor abgehe, gell? Ihr wisst ja, wie es ist. Na, wo ist er denn? Na, da. Okay, der ist in den Raum gegangen. Okay, alles klar. Also so, man sieht schon, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir müssen dann wirklich Stück für Stück die... Okay, Schatz, wo nichts drin ist. Ist da vielleicht irgendwo ein Knochen drin? Sollte ich natürlich nie vergessen, nach Knochen zu suchen. Na? Kann ja früher oder später doch mal passieren, dass man irgendwie drauf geht, sag ich mal. Weil ich nicht aufpasse. Na gut. Na. Oh. Meine Spinne. So, alles klar. Was ist hier? Achso, das ist eine umgeworfene Vase, ich wollte gerade sagen. So, wieder ein paar Münzen sammeln. Ich meine, Münzen sammeln wir sowieso. Müssen wir sowieso sammeln. Wegen Upgrades und Co. Ist der jetzt hier irgendwo lang oder? Ah ne, der muss dann hier reingegangen sein, weil der ja, weil der da die Mitte vom Raum ist, vom unteren Raum. Ja, hier ist er drin. Ja, das sieht man, da ist er durchgekommen. Wo sind die Fußspuren? Die gehen hier oben lang. Läuft hier im Kreis und dann. Also man sieht, die Fußspuren gehen hier lang. Achso, der hockt da im Ding drin, oder? Ja, okay. Na ja, gut, der ist ja nicht böse in dem Sinne. Der scheint wohl echt ein Geist zu sein, der nicht unbedingt davon betroffen ist, ob der finster Geist, ob der düster Mond noch da ist oder nicht. Ja. Ja, da sieht man, dass er dann da durchgegangen ist. Okay. Ist nur die Frage, im Garten oder dann doch? Ne, da, doch hier. Okay, man sieht schon hier die Fußspuren. Hier lang? Ah, da sitzt er doch. Na du? Das macht er das schon von alleine, oder was? Und dann läuft er da lang, okay, alles klar. Ich bin immer noch ein bisschen hergerissen, noch ein paar Verstecke zu suchen in dem Sinne, so ein bisschen. Aber ich glaube, das meiste haben wir ja eigentlich schon, weil das war ja irgendwie so... Also, dass man halt hier nochmal auf der Suche ist nach, wie heißt's? Ich vergesse immer wieder, was ich sagen möchte. Nach Gems. Wobei man hier eigentlich auch wieder sagen könnte, normalerweise ist es ein bisschen unrealistisch. Normalerweise müssten ja die Pflanzen wachsen, weil es regnet. Aber ich würde, hier ist ja natürlich einfach wieder kein Eimer da, dass man die überhaupt wieder zum... Na doch, da ist er doch. Okay, doch, dann gut. Na komm, geh her. Sehr schön. Aber wie gesagt, normalerweise müsste der einmal voll sein, weil es ja regnet. Aber gut. So. Ich meine, wir wissen unser Ziel. Ich wollte eigentlich den Eimer nicht wegwerfen, sondern gießen.
wie gesagt, wir wissen unser Ziel, aber ich möchte natürlich trotzdem ein bisschen Cash einsammeln, wenn wir schon auf dem Weg sind, ja. So, hier war, glaube ich, ein Camp drin, ja. Ja gut, den brauchen wir nicht einsammeln. So, was passiert eigentlich, wenn man die direkt einsaugt? Ah, egal. Wollte eigentlich gerade machen, aber jetzt habe ich natürlich aus Versehen auf den Leuchte-Button geklickt. Oh, Fledermaus. Hörst du auf? Ja, bei den Fledermäusen darf man sich eigentlich echt nicht bewegen, gell? Das sieht man. Ich kann nochmal reingucken, was macht er denn da drin? Ja, okay, er spielt mit dem Kissen. Macht er noch mehr oder spielt er nur so mit? Pennt er jetzt da drin oder was? Okay. Alles klar. Wo? Oh! Na, warte mal, das war nicht so toll. Wir wissen, dass sie sich von hinten anschleichen, gell? Eieiei. So. Das sind aber drei gewesen, gell? Ja, ich weiß schon, du warst schon hinter mir. Ah doch, hier sieht man es aber auch, dass sie halt so der Boden leuchtet, gell? Ja, mit dir. Natürlich jetzt nur die Frage, kamen die jetzt, weil ich durchs Fenster geguckt habe, oder kamen die jetzt, weil ich hier wieder nach links gelaufen bin? Das kann natürlich auch sein. Wo? Oh, hier ist hier alles unsichtbar. Ein einziger, okay. Na gut, dann machen wir also wieder. Okay. Wenn es nur einzelne sind, dann ist es ja nicht so wild, gell? Na? Ah, okay, geschenkter Buhu. Hola, Serionata Que? Ja, wieder Spanisch oder was? Ah, Luigi, ich bin Don Juan und die Frauen fliegen auf mich. Ja, schön für dich. Nein. Wo ist er denn? Da ist er doch. Kommst du her? Hui. Na, ich glaube, ich muss den nochmal, ja. So. Das Schöne ist ja wirklich, dass man die relativ leicht kriegt, weil wenn er dann stehen bleibt, na gut, das andere können wir auch mal wegsaugen hier. Dann kriegt man ihn sofort wieder, weil er ja stehen bleibt. Okay, geschenkter Buhu. Ganz gemütlich. Ich glaube, dass es nur ein paar wenige Räume gibt, wo er halt wirklich nervig versteckt ist. Wie man es halt ja schon, oder halt, dass man halt genau suchen muss. Haben wir jetzt alles wieder sichtbar gemacht, oder? Na gut, ich denke mal, das passt dann soweit. Ich meine, okay, ich beschwere mich nicht. Also wenn wir auch mal einen einfachen Buhu haben, dann stört mich das nicht. Oh, wir sehen schon. Der Boden. Diesmal habe ich es gesehen. Kann ich das direkt wegsaugen, oder? Ah, okay. Oh, der hat unendlich Energie, oder was? Alles klar. Aber interessant, dass man ihn dann sozusagen so lange einsaugen kann. Bis man ihn halt dann. Ja, kommst du her? Kommst du her? Okay, er ist einfach in den Raum da drüber gegangen, okay. Also, dass man den lila Geister einsaugen kann. Ohne dass man, also bis man bis zum Maximum halt. So, okay, er ist jetzt nach oben gegangen, alles klar. Boah, Maus. Böse Maus. Seit letztem Mal, wo die Mäuse mich hier geärgert haben, mag ich die überhaupt nicht mehr. So, achso, den Eimer brauche ich, ja. Schneller, 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 schneller. Alles klar. Immer wieder irgendwie Wasser und Co., aber dann fehlt einem dann doch der Eimer. So. Ich wollte mal kurz mit dem Einsaugen ausprobieren, gell? Okay, die geht nur nach vorne, aber die... Okay, alles klar. Also hier war auch wieder nur ein Gem drin. Ja, manche Gems, die kriegt man doch wirklich leicht, gell? Aber... Ja. Ich will mal aufpassen, dass ich nicht zu sehr verrutsche. Ui, Spinnenplage. Hau die ab. Zum Glück sind die ja relativ einfach zu fangen in dem Sinne. Also da ist noch eine. Weg mit dir. Na Münze, komm her. Ja nun, wo ist hier jetzt der... Also ich muss ja wieder hier seine Fußspuren leuchten, gell? Stimmt ja. Ah, nee, der,
Ist der jetzt hier rein oder ist der... Der ist vom Gang aus nach oben, gell? Hier muss er doch sein. Ja, genau. Und jetzt ist er wieder nach links gegangen. Okay, alles klar. Na? Hier ist er lang, okay. Und hier ist er... Da ist die Decke entlang... Oh. Ich wollte eigentlich hier nach oben gucken. Okay, der ist nach oben. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, eine kleine Suchaktion mit ihm. Ich habe halt nur irgendwie die Befürchtung, wir haben es ja schon in Buhu, dass wenn ich den dann in seinem Hauptraum dann gefangen... Oh. Das wird natürlich jetzt lustig, weil hier die Sachen leicht runterfallen. Was war? Ah, da war eine Fledermaus. Ja. Na, saug, saug, saug. Also ich würde sagen, dass hier vielleicht die Sachen leicht runterfallen können, wenn man ihn hier... Ja, wenn man ihn einsaugt. Du bist eine Fledermaus hier. Oh. Wo kommt die jetzt her? Keine Ahnung. Die hängt, glaube ich, irgendwo an der Decke und ist dann runtergekommen, gell? Kann natürlich sein. Na? Okay, gar keine Musik mehr. Ah, da ist er rausgekommen. Achso, das ganze Ding ist hier unsichtbar. Okay, alles klar. Oh, na, das war nicht gut. Lass mich los. Ach, so ist es. Deswegen habe ich den letztes Mal so einfach eingesaugt, weil der klein wurde und dann habe ich ihn... Oder? War das nicht so eben? Na gut, dann machen wir es einfach mal hier sichtbar. Na, kommt der. Ja gut, das ist sichtbar, aber soll ich den Hund jetzt mit Musik anlocken oder was? Oder wie? Ja. Ja. Kommt sehr. Jetzt hab ich nach links gelaufen. Okay, alles klar. Na gut, na gut, na gut. Verfolgen wir einfach mal. Oh Gott. Na komm. Erstmal die Kleinen weg. Oh, ich hab gerade den Großen. Achtung. Ja, der Große ist halt nervig, weil er einen hier zum Ausrutschen bringt. So, haben wir dich? Okay, alles klar. Also man merkt schon, warum ich mit dem Let's Play hier auch länger brauchen werde, weil ich halt immer wieder genauer suchen möchte und Co. Aber, ja. Aber man macht ja dann doch immer wieder dasselbe, gell? Irgendwo ein bisschen. Wo ist eigentlich... Also, okay. Sollte vielleicht doch mal immer wieder die Fußspuren betrachten, gell? Also dürfte dann wohl hier reingegangen sein, oder? Na? Da ist er. Ja, du hast einen Spaß hier, gell? Warum hast du den Schlüssel überhaupt runtergeschluckt? Jetzt sehe ich doch, was für ein Raum das ist, gell? Das ist der Raum mit dem... Ja, wo wir halt nach oben gegangen sind. Mit diesem komischen Stuhl-Fahrstuhl, in dem Sinne. Liegematte-Fahrstuhl. Na gut. Kommst du her? Wir müssen sowieso vom Stuhl das ganze Haus hier jagen, gell? Na, ist hier irgendwas unsichtbar nochmal? Achso, das war dieser Raum mit den unsichtbaren Spinnen, gell? Na. Mit den unendlichen Spinnen so rum. Na du? Hier gibt's doch bestimmt wieder... Ah, ich sehe schon. Hockt der jetzt im Klo drin oder was? Na? Ne, aber jede Menge Cash. So. Warte mal, wo waren jetzt die Fußspuren? Doch, der ist da lang gelaufen. Ah ne, der hockt dann hier drin oder was? Ja. Jetzt gehen wir nach unten. Okay, alles klar. Oh Mann, ey. Na gut, na gut, na gut. Oh, okay, der Knochen. Alles klar.
Wäre natürlich jetzt lustig, wenn man das sagen könnte, gut, man hat den Knochen und dann bleibt er bei einem, aber das wäre, glaube ich, dann wieder was ganz anderes, gell? Deswegen habe ich halt am Anfang gedacht, der Knochen, den braucht man irgendwie, dass man vielleicht später mit dem Hund irgendwie interagieren kann. Weil normalerweise kommt man ja nicht unbedingt auf einen Knochen, wenn es darum geht, dass man... Na, wenn man, wenn man wiederbelebt wird. Und hier können wir gar nicht hoch, weil das schon oben ist. Okay, alles klar. Na gut. Oh, ich sehe schon. Okay. Das war jetzt fast schon zu leicht. Na, Spinni. Also wenn die klein sind, kann man die instant anleuchten und gleich wegsaugen. Und wenn sie groß sind, haben sie unendlich. Okay, alles klar. Na, oh. Alles klar. Na. Vor allem interessant, wie ich ihn jetzt gerade habe, gell? So als Klecks auf dem Boden. Okay, also wird er jetzt vermutlich ein paar Mal runtertropfen oder was? Oder sind jetzt noch andere Geister? Na, warte mal, da war was eben? Nee. Okay, der ist da rein, alles klar. Oh, oder doch nicht? Na du? Ah, ach so. Weil es ist auch der... Ach, das war auch der Hund, oder was? Weil der war auf einmal golden, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Hä? Ist das ein Ente, oder was? Okay, es resettet sich jedes Mal, alles klar. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel, alles klar. Einfach so. Ach nee, von da oben kam er, deswegen. Ja, okay, so rum. Ich habe gerade verpeilt, dass ich ja trotzdem ja noch irgendwo hinlaufen muss, gell? Hurra, was lange währt, wird endlich gut. Bravo, Luigi, damit haben wir den Streuner und den Riesenschlüssel. Und dabei wollte der Kleine doch nur spielen. Na, fürs Erste muss er sich mit seinen Freunden unten im Gehege begnügen. Dann bitte festhalten, mein fährtenlesender Freund. Gleich geht's nach Hause. Okay. Also war es dann doch eher eine Verfolgungsmission in dem Sinne, ja. Okay, das hat ja gut gepasst. Jetzt natürlich hier die Frage, ob ich irgendwo garantiert einen Gem vergessen habe oder sowas, ja. Weil mir fehlen immer noch 3 Gems und es sieht so aus, ob die nächste Mission dann wohl der Boss sein wird, irgendwie. Werden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Gequatsche kriegen, bevor es dann weitergeht, sage ich mal, oder für die nächste Folge dann weitergeht. Vielleicht gehe ich auch nochmal ganz kurz durch hier, was der Hund so, also was für eine Beschreibung der Hund hat. Das wäre auf jeden Fall auch interessant, denke ich doch mal. Na, geht, was ist los hier? Der freut sich jedes Mal. Muss gar nichts tun in dem Sinne, gell? Wir kommen zurück, Luigi. Dann lassen wir den kleinen Kugelblitz mal ins Gehege. Achso, da würden wir vielleicht sogar noch direkt Informationen für den Hund kriegen, oder was? Oder wie? Ja, den Buhu. Ach jo, stimmt, wir haben ja ein Upgrade. Was kriegen wir diesmal? Ja, da wird extra verdient. Oh, wir kriegen gar kein extra mehr, oder was? Super Schreckweg erhalten. Okay. Der Super Schreckweg, formschön, schnittig und noch saugstärker. Besser als ein Geisterlasso. Okay. Okay, gut. Sage ich nicht nein. Oh. Aber dass er wieder rauskommen kann aus dem, gell? Mich tritt der Storch. Wie ist der Kleine aus dem Schreckweg nur 9.15 entfleucht? Ich muss wohl die Dichtungsringe austauschen. Na, aber das hat Zeit. Schnell, zeig mir mal den Schlüssel. Okay, also wir werden den Hund dann später nochmal begegnen. Das sieht irgendwie verbogen aus, oder? Wie geht's? Der ist ja ganz zerkaut und voller Ektoschlapper. Ich gebe ihm meinen Toad zum Saubermachen. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Du musst wissen, meine Analyse unserer beiden Fenstermundstücke, so rum, ist gerade abgeschlossen. Ich rede dir zu schnell. Spektrogene, so rum. Spektrogene Parakompition.
Gott, jetzt kommen nur noch irgendwelche verwurstelten Wörter hier. Spektrogene Parakomposition, Fehlmann-Astrographie, Ektolyse, der ganze Spökus. Ja, ich merk schon. Einfach ausgedrückt habe ich unseren Finstermondstücke gefragt, wo ihre Freunde sind. Und sobald ich die Daten mit meinem Paraskop eingebe, wissen wir exakt, wo wir hin müssen. Okay, alles klar. Sehr schön. Buch kriegen wir auch. Alles klar. Und dann gibt's noch, ja, gibt's wohl im nächsten Level gibt's dann halt den Boss. Macht ja auch Sinn hier, gell? Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Luigi's Mansion, ja, 2 Dark Moon sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.